Willkommen zu unserem Video mit dem Thema IT-Einsatz im Materialfluss- und Logistiksystem, dem Unterthema Industrie 4.0 und die Auswirkungen von IoT auf Logistik- und Materialflusssysteme. Die Verfasser dieser Präsentation sind Mike Helms, Robin Link und Hendrik Schütte. Die Präsentation wird sich in drei Teile aufteilen. Das erste Thema ist Industrie 4.0, IoT und Logistik 4.0. Das zweite Thema Ortungstechnologien und Zustandsüberwachung. Das dritte RFID-Transponder und Cloud Computing. Zudem gibt es noch eine Zusammenfassung in Form eines kleinen Videos mit dem Titel Fabrik von morgen. Zuletzt wird das Literaturverzeichnis und das Abbildungsverzeichnis gezeigt. Nun zu dem ersten Part: Industrie 4.0, IoT und Logistik 4.0. Diese Präsentation teilt sich in drei Punkte auf. Industrie 4.0 mit dem Begriff der Herkunft und der internationalen Bedeutung, dem Internet of Things und Logistik 4.0. Fangen wir an mit dem Begriff Industrie 4.0 oder die Definition dazu. Wie zu sehen ist, ist dies die Verzahnung von Produktion und Logistik mit modernster Kommunikations- und Informationstechnik. Vorangebracht wird dies durch die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft. Die technische Grundlage hierfür bilden digitale, vernetzte und intelligente Systeme, die eine weitestgehend selbstorganisierte Produktion und Logistik ermöglichen. Hierbei kommunizieren Menschen, Anlagen und Produkte direkt miteinander und schaffen Grundlage für eine dezentrale Steuerung. Dies ermöglicht wiederum intelligente Wertschöpfungsketten, die alle Phasen des Produktzyklus von Nutzung und Wartung bis Recycling einschließt. Durch die gewonnenen Strukturen können Produkte gezielt nach Kundenwünschen produziert werden und somit wird die Wirtschaftlichkeit der Produktion und Logistik gesteigert. Nun zur Herkunft des Begriffes Industrie 4.0. Der Begriff ist eine Wortschöpfung der Forschungsunion der deutschen Bundesregierung und Titel der Hightech-Strategie 2020. Ziel es war oder auch noch ist, den Spitzenplatz der deutschen Industrie auf der internationalen Ebene durch Vorbereitung auf die Zukunft zu sichern. Im Jahr 2013 hat die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften eine Forschungsagenda und Umsatzempfehlungen veröffentlicht. Diese wurden dann genutzt, um die Plattform Industrie 4.0 zu etablieren. Der Sinn hierfür ist es, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik in einen Dialog zu bringen. 2015 wurde die Plattform Industrie 4.0 weiter ausgebaut, indem weitere Firmen und Forschungseinrichtungen dazu kamen. Wie der Begriff Industrie 4.0 schon impliziert, gab es vorher drei weitere industrielle Revolutionen. Hier eine kleine Übersicht von diesen Stufen. Die erste Stufe begann Ende des 18. Jahrhunderts mit der ersten mechanischen Produktionsanlage, die mit Wasser und Dampfkraft betrieben wurde. Wie zum Beispiel hier zu sehen, der erste mechanische Webstuhl. Die zweite industrielle Revolution startete Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Einführung arbeitsteiliger Massenproduktion mithilfe elektrischer Energie. Und die dritte Stufe lief mit Einsatz von Elektronik und IT zur weiteren Automatisierung der Produktion Anfang der 1970er. Heutzutage befinden wir uns in der vierten Stufe der industriellen Revolution, die mittels cyberphysischen Systemen zustande kam. Zu diesen cyberphysischen Systemen werden Robin Link und Mike Helms noch etwas erzählen. Nun einmal zu der internationalen Bedeutung. Obwohl Industrie 4.0 eine deutsche Wortschöpfung ist, heißt es nicht, dass es in anderen Ländern keine vergleichbaren Initiativen gibt. In Japan gibt es zum Beispiel die Industrial Value Chain Initiative und in den USA das Industrial Internet Consortium, was zum Beispiel aus Firmen wie AT&T, Cisco und General Electric besteht. Doch wie unterscheiden die sich? Ich habe hier anhand eines Beispiels zwischen Deutschland und USA eine Erklärung parat. Der große Unterschied ist, dass in Deutschland Ausgangspunkt die Produktion und die zugehörigen Prozesse, die besser vernetzt werden und steuerbar werden sollen, sind. Das liegt an einem starken Bestand an der mittelständischen Produktionsindustrie hier in Deutschland. In den USA ist es so, dass das Ganze von der IT-Branche ausgeht, da die Produktionsaktivitäten in den letzten Jahren abgebaut wurden. Ein Beispiel hier wäre Cisco und das ist auch gleichzeitig ein gutes Beispiel für die Probleme, die sie da haben und weswegen das Internet Consortium genutzt wird. Cisco kann zum Beispiel riesige Datenmengen verarbeiten, allerdings kennen sie nicht die genauen Probleme der Fertigung.
Aus diesem Grund arbeiten sie mit Forschungseinrichtungen zusammen, damit die Probleme dort behandelt werden können und die Lösungen maßgeschneidert werden können. Nun zum Thema Internet of Things oder auch zu Deutsch Internet der Dinge. Das bezeichnet die Vernetzung zwischen Gegenständen sowohl untereinander als auch mit dem Internet. Hierbei werden Gegenstände mittels Prozessoren und Sensoren intelligent gemacht. Diese werden dann Smart Objects genannt. Sie kommunizieren über ein IP-Netz. Diese Kommunikationsform wird auch Machine-to-Machine genannt. Jedes Objekt verfügt über eine eigene Kennung und kann über das Internet angesteuert werden. Der Begriff Internet of Things kommt von Kevin Ashton, ein britischer IT-Ingenieur, der unter anderem an der Erstellung eines internationalen Standards für RFID, später von Robin Link vorgestellt, und anderen Sensoren beteiligt war. Das IoT lässt sich in zwei Bereiche aufteilen. Einmal das IoT der Industrie, mit der Produktion und der Logistik, und einmal das IoT des Verbrauchers. Das wären zum Beispiel das Smart Home, das durch das Smartphone angesteuert werden kann, sodass Heizung zum Beispiel geregelt werden kann. Kommen wir nun zum letzten Punkt, Logistik 4.0. Wir zuletzt zu dem Thema Logistik 4.0. Logistik 4.0 beschreibt grob die Auswirkungen von der Industrie 4.0 auf die Logistik. Im engeren Sinne ist es die Vernetzung und Verzahnung von Prozessen, Objekten, Lieferkettenpartnern und Kunden durch Informations- und Kommunikationstechnologien, um Effizienz und Effektivität zu erhöhen. Beispiele an Hilfsmitteln, die hier genutzt werden, sind zum Beispiel das GPS, RFID, Internet oder auch Cloud Computing, welches Robin noch anschneiden wird. Auch hierbei kommunizieren Objekte miteinander, lernen und überwachen ihre Umgebungszustände. Diese Möglichkeiten bilden Grundlage für ein ganzheitliches Digital Supply Chain Management. Dieses integriert alle Material-, Produkt-, Personen- und Informationsflüsse über verschiedene Logistikkanäle hinweg, vom Rohstoff bis Endkunden. Dies, um die Effizienz, Nachhaltigkeit und Effektivität zu erhöhen und damit letztendlich um die Umsätze zu steigern. Dies war mein Part zu Industrie 4.0, IoT und Logistik 4.0. Als nächstes wird nun Mike Helms weitermachen. So, vielen Dank an Henrik für seinen Teil und damit herzlich willkommen zu meinem Part unserer Präsentation mit dem Titel Ortungstechnologien und Zustandsüberwachung. Als erstes möchte ich einen kurzen Überblick über den Inhalt geben, den ich in den nächsten paar Minuten vorstellen werde. Ich werde anfangen mit einer Definition der Begrifflichkeiten, werde mich dann auf den Bereich Ortungstechnologien fokussieren, danach auf den Bereich Zustandsüberwachung. Und am Ende noch einmal auf die Anforderungen an Logistiksysteme eingehen. Beginnen möchte ich, wie gesagt, mit einer kurzen Begriffsdefinition. Unter Ortungstechnologien verstehen wir die Bestimmung der Position eines spezifischen Objektes oder einer Person. Und unter Zustandsüberwachung verstehen wir das Sammeln von Daten zu bestimmten Zwecken und Überwachung bestimmter Anlagen, Bauteile und Systeme. So viel zu den Begriffsdefinitionen. Als nächstes folgt der Part Ortungstechnologien. Ortungstechnologien lassen sich prinzipiell nach verschiedenen Faktoren unterteilen. Hier dargestellt sind drei verschiedene Ebenen, die wir unterscheiden müssen. Die erste Ebene sind die Ortungstechnologien satellitenbasiert oder terrestrisch. Satellitenbasiert, wie der Name schon sagt, bedeutet, dass sie mit einem Satelliten im
Erdorbit in der erdnahen Umlaufbahn zusammenarbeiten. Terrestrisch bedeutet, dass sie nur mit Funkstationen auf der Erde arbeiten. Bildbasiert und funkbasiert ist die nächste Ebene. Bildbasiert heißt, es gibt ein Bild zusätzlich zu einem Signal. Funkbasiert bedeutet, es gibt einzig und allein ein Signal. Und da müssen wir unterscheiden zwischen stetiger und diskreter Ortung. Stetige Ortung bedeutet, dass die Ortung durchgehend in Echtzeit erfolgt. Diskrete Ortung bedeutet, dass nur an bestimmten Stationen oder Punkten geortet wird. Da stellt sich dann die Frage, warum sind Ortungstechnologien so wichtig? Zum einen sind sie wichtig, weil das Unternehmen, welches beispielsweise produziert oder Sachen verschickt, einen Überblick über den Standort der Ware bekommt. Zum anderen, weil eben auch der Kunde einen Überblick hat, wo ist meine Ware gerade oder wie sieht der Produktionsverlauf gerade aus. Die Überwachung erstreckt sich hier nicht nur auf den Prozess der reinen Auslieferung, sondern vor allem auf die Position einzelner Teile innerhalb der Produktions- oder innerhalb des Produktions- oder Versendungsprozesses. Als Beispiel, Beispiel haben wir hier, wie lange braucht ein Teil vom Lager bis zur Endmontage oder auch wie viele Teile gehen pro Zeiteinheit durch die Liefer- oder Montagekette. Um bei dem Beispiel der Sendungsverfolgung zu bleiben, hier einmal als kleines Baumdiagramm die unterschiedlichen Möglichkeiten dargestellt. Wir unterscheiden hier zwischen einer diskreten Methode oder einer stetigen Methode. Diskrete Methoden sind der allseits bekannte Barcode oder die RFID-Technologie, die Robin Link im Weiteren erklären wird. Die stetigen Methoden ist eine quasi stetige Methode, die diskrete und stetige Ortung miteinander verbindet und das allseits bekannte GPS oder auch GSM. Als konkretes Beispiel dazu, hier einmal eine Sendungsverfolgung der diskreten Ortung. Wie wir sie alle kennen, wenn wir online etwas bestellen, können wir beim Paketdienstleister oftmals eine solche Übersicht einsehen, wo die verschiedenen Schritte der Auslieferung dargestellt wird und uns mitgeteilt wird, wo sich unser Paket gerade befindet. Als Beispiel für die stetige Ortung haben wir hier das LKW-Tracking. Das kommt zum Beispiel in Betracht, wenn wir die Fahrzeiten überwachen wollen oder wenn wir eine besonders wertvolle Ladung haben, die wir in Echtzeit verfolgen müssen. Das war's zum Bereich Ortungstechnologien. Jetzt möchte ich gerne übergehen in den Bereich Zustandsüberwachung. Und gerade durch die immer stärker werdende Technologisierung innerhalb der Logistik ist eine Überwachung der technischen Geräte, seines Roboter, Förderbänder oder Verpackungsmaschinen unerlässlich geworden. In der Zustandsüberwachung unterscheiden wir drei Bereiche. Zum einen das Condition Monitoring. Das beschäftigt sich mit dem Anlagenzustand, der erfasst spezifische Werte wie Temperatur oder Druck, die gespeichert und ausgewertet werden. Das Load Monitoring erkennt Fehlnutzung und Überlastung der Anlagen. Weiterhin wird es eingesetzt, um die tatsächliche Belastung von Anlagen und Arbeitsprozessen zu erfassen und zu überwachen. Das Structural Health Monitoring geht einen Schritt weiter und kontrolliert einzelne, besonders belastete Bauteile auf Verformung oder Risse und wertet diese Daten sofort aus, um schnellstmöglich reagieren zu können. Diese Art der Überwachung kommt nur für sehr spezielle Geräte, wie beispielsweise Schwellastkräne oder Ähnliches in Betracht. Ja, und um die technisierte Arbeitsweise innerhalb eines Logistikzentrums einmal zu verdeutlichen, möchte ich folgenden Videoausschnitt einbringen.
haben wir gerade gesehen. Wir haben gesehen, ein Logistikzentrum der Firma Amazon, welches in Teilen vollständig automatisch arbeitet. Bedeutet, dass Roboter die Waren in Regalen zu den Verpackstationen fahren. Wie im Video gesehen, geht es dort sehr eng und durchaus relativ schnell zu. Ein Ausfall oder Fehlfunktion eines Roboters kann zu massiven Beeinträchtigungen im Arbeitsablauf kommen. Wenn ein Regal umfällt, wenn die Roboter kollidieren, das alles ist natürlich nicht wünschenswert und kann den Prozess der Logistikleistung innerhalb des Zentrums deutlich erschweren. Und deshalb ist eine lückenlose Zustandsüberwachung der Roboter unerlässlich. Das war es dann auch schon zum Bereich Zustandsüberwachung. Jetzt möchte ich jetzt kurz noch auf die Anforderungen an Logistiksysteme eingehen. Es stellt sich natürlich die Frage, was müssen Unternehmen tun, um innerhalb der Industrie 4.0 oder auch Logistik 4.0 mit dem Internet of Things mithalten zu können? Also kommen wir auf die Frage, was muss ich ändern? Ändern muss sich, dass Unternehmen sich auf zwei Ebenen teilweise neu aufstellen müssen. Es sind also Veränderungen notwendig, sowohl personell als auch strukturell. Personelle Kompetenzveränderung können wir an der vorliegenden Folie erkennen. Und zwar ist das eine Statistik aus der Studie der Bundesvereinigung für Logistik. Und die hat Unternehmen befragt, was müssen eigentlich die Mitarbeiter an Kompetenzen mitbringen, um zukünftig gut aufgestellt zu sein. Ich möchte dabei vor allem auf zwei Punkte eingehen. Einmal auf den Bereich Agilität, anpassungsfähiges und flexibles Handeln und auf die umfangreichen Programmierkenntnisse. Uns ist allen bewusst, dass viele Mitarbeiter in Firmen schon viele Jahre da sind und ihre Arbeitsabläufe routiniert haben. Gerade da ist es sicherlich schwierig, dass viele Unternehmen sagen, hey, Agilität und Anpassungsfähigkeit, flexibles Handeln ist für uns enorm wichtig, in kurz- und mittelfristiger Sicht, sowohl für Fach- als auch für Führungskräfte, wie in der Grafik ersichtlich. Das wird eine große Herausforderung werden, dass die Mitarbeiter sich darauf einstellen. Die zweite und durchaus überraschende Sache, auf die ich eingehen möchte, ist, dass tatsächlich über 40% der Unternehmen sagen, Programmierkenntnisse sind weiterhin nur etwas für Fachkräfte. Und 25% der Unternehmen sagen, Programmierfähigkeit spielt für uns in kurz- und mittelfristiger Sicht erstmal gar keine Rolle. Das ist insofern überraschend, als dass oftmals schon diskutiert wurde, ob man nicht Programmieren als verpflichtendes Unterrichtsfach einführt. Von daher eine durchaus überraschende Erkenntnis aus dieser Studie heraus. Im zweiten möchte ich gerne auf den Bereich strukturelle Kompetenzen eingehen. Und dadurch, was müssen eigentlich die Unternehmen strukturell ändern, um mithalten zu können? Hier kommen wir noch einmal zurück auf das Logistikzentrum aus dem Video, was wir vor kurzem gesehen haben. Dort haben wir gesehen, dass die meisten Arbeiten durch Roboter oder vollautomatisierte Maschinen erledigt werden. Die Anschaffung ist extrem kostenintensiv. Und hinzu kommen noch Kosten für IT-Programme, für Server, für Programme der Zustandsüberwachung und Ordnungstechnologien und auch für die Infrastruktur, denn nicht jedes Logistikzentrum kann einfach so umgerüstet werden, sondern es mag möglich sein, dass man eben auch neu bauen muss. Gespart werden kann sicherlich an Personalkosten, denn dadurch, dass Maschinen viele Arbeiten erledigen, braucht man weniger händische Arbeit. Man muss aber da sehen, dass natürlich die Leute, die durch so ein Logistikzentrum, wie wir es im Video gesehen haben, und die Regale dann händisch aus den Warenräumen und zu den Stationen bringen, deutlich günstiger sind als die paar neuen IT-Experten, die man eben braucht, um das Ganze zu steuern. Das heißt, es ist so ein bisschen ein kleiner Zwiespalt. Und diese immensen Einstiegskosten in so eine Technologisierung führen eben auch dazu, dass sowas nur von großen Unternehmen umgesetzt werden kann und dass kleine Unternehmen entweder die Chance haben, sich zusammenzuschließen oder eben Nischenmärkte wie zum Beispiel Gefahrgutlogistik zu bedienen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein.
setzte ich, Robin Link, die Präsentation mit dem Thema RFID-Transponder auf Cloud Computing fort. Inhaltsverzeichnis setzt sich aus den Kapiteln RFID, Radio Frequency Identification zusammen, welches die Unterkapitel Aufbaufunktion von RFID-Systemen sowie Unterschiede vom RFID-Transpondern und ein Fallbeispiel beinhaltet. Des Weiteren erzähle ich etwas über Cloud Computing mit den Unterkapiteln Cloud-Arten, Service-Modellen und ein Fallbeispiel des Unternehmens Gumi. Wie auf dem Schaubild zu sehen, setzt sich ein RFID-System aus einem RFID-Transponder, einem RFID-Lesegerät und einem Informationssystem zusammen. Ein RFID-Transponder besteht aus einem Mikrochip und einer Antenne, welcher zur Datenübermittlung zum RFID-Lesegerät dient. Damit das Lesegerät Daten empfangen kann, ist das Lesegerät ebenfalls mit einer Antenne ausgestattet. Die empfangenen Daten werden anschließend zur Weiterverarbeitung an ein Informationssystem weitergegeben. Kommen wir nun zu den Unterschieden der RFID-Transponder. Der erste Unterschied besteht in der Art der Energieversorgung. Dort gibt es eine Unterteilung in aktive, passive, semiaktive und semipassiven Transpondern. Aktive Transponder besitzen eine interne Energiequelle in Form einer Batterie. Diese Batterie befindet sich hauptsächlich im Ruhezustand, bis der Transponder vom RFID-Lesegerät aktiviert wird. Bedingt durch die interne Energiequelle kann eine große Reichweite für einen Datentransfer erzielt werden, welches sich auf einem hohen Einkaufspreis widerspiegelt. Passive Transponder besitzen im Gegensatz zu aktiven Transponder eine externe Energiequelle in Form von Funkwellen, welche vom RFID-Lesegerät ausgestrahlt werden. Die Antenne des Transponders dient in dem Fall als Spule, welche den internen Kondensator auflädt. Durch die externe Energieversorgung und die geringe Möglichkeit der Speicherung der Energie ist eine häufige Aktivierung des RFID-Lesegerätes notwendig. Diese einfache Bauweise und die geringeren Funktionen von passiven Transpondern sorgen für einen geringeren Einkaufspreis, welche auch eine geringere Reichweite für Datentransfer beinhaltet. Semiaktive und semipassive Transponder besitzen wie aktive Transponder interne Energiequellen und weisen weitere Eigenschaften von aktiven Transpondern auf, bis auf die Hauptfunktion. Diese Transponder können nämlich ähnlich wie die passiven Transponder nur zum Auslesen von Daten benutzt werden. Ein weiterer Unterschied ist die Speicherfähigkeit von Transpondern. Hier wird unterschieden zwischen Read-Only-Transponder und Read-Write-Transponder. Read-Only-Transponder können, wie der Name bereits erahnen lässt, Daten nur in eine Richtung übermitteln. Dies hängt von dem geringen Speicher von 128 Byte ab, welcher ausschließlich zur Speicherung der eigenen Seriennummer dient. Diese einfache Funktion resultiert in einem günstigen Einkaufspreis und deswegen werden diese Transponder in der Massenfertigung eingesetzt. Read-and-Write-Transponder hingegen können Daten senden als auch empfangen. Dies wird gewährleistet durch einen internen Speicher von 1 bis 64 MB. Diese Funktion ist auch ein höherer Einkaufspreis, weswegen diese Transponder eher bei der Serienfertigung eingesetzt werden. Kommen wir nun zu den Frequenzbereichen. Hier wird, wie auf dem Bild zu sehen, zwischen den horizontalen Kriterien der Frequenzen Low Frequency, High Frequency, Ultra High Frequency und Super High Frequency unterschieden, welche abhängig der vertikalen Kriterien Leseabstand, Lesegeschwindigkeiten, Umgebungseinflüsse, Energieversorgung, Mehrfacherkennung und Transponderpreise unterschieden wird. Je nach Wunsch kann ein Transponder mit verschiedenen Eigenschaften zusammengestellt werden. Am Beispiel der Energieversorgung lässt sich, wie auf der vorherigen Folie bereits erahnen, eine Unterscheidung zwischen aktiven, passiven, semiaktiven und semipassiven Transpondern durchführen. Kommen wir nun zu den Bauformen. Hier unterscheidet man hauptsächlich zwischen Smart Labels, Glaszylindern und Flag Tags. Dennoch gibt es auch weitere anwendungsspezifische Bauformen. Smart Labels werden hauptsächlich verwendet im Versand oder auf der Etikettierung von Klamotten. Die Smart Labels sind aufgebaut als Identifikationsetiketten, welche eine zusammengezwiebelte Antenne beinhaltet. Glaszylinder ist die kleinstmögliche Bauform von RFID-Transpondern. Diese werden hauptsächlich zur Steuerung von Flurförderfahrzeugen benutzt. Diese Transponder sind dann dementsprechend in den Hallenboden eingelassen und kommunizieren anschließend mit den Flurförderfahrzeugen. Flag Tags haben die Form einer Fahne. Diese Bauform hat den Vorteil, dass Störfaktoren wie Reflexion minimiert werden, da eine erhöhte Position des Transponders von dem jeweiligen Gut gewährleistet wird. Kommen wir nun zum Fallbeispiel der TETAS-AS.
Die Tetas Eis ist ein Service-Dienstleister aus der Türkei, welcher hauptsächlich in der Textilindustrie operiert. Die Tetas Eis besitzt über 25.000 Artikelnummern, welches eine digitale Verarbeitung von Daten unerlässlich macht. Wie geht die Tetas Eis nun vor? Die Tetas Eis bringt an Paletten, Gabelstaplern, Hochregallagern und Lagerzonen RFID-Transponder und Antennen an, damit diese miteinander kommunizieren können. So weiß der Gabelstapler, wenn er die Palette aufnimmt, welches Gut sich in welcher Menge darauf befindet. Damit er auch weiß, wo er die Paletten hinbringen muss, ist an den Lagerzonen dementsprechend eine Information hinterlegt. Eine weitere Einlagerung setzt voraus, dass die Hochregal ebenfalls durch RFID-Antennen ausgestattet sind. So weiß der Gabelstapler zu jeder Zeit, in welches Regal und welcher Position er die Palette ablegen muss. Kommen wir nun zu den Cloud-Arten im Cloud Computing. Dort wird unterschieden zwischen vier verschiedenen Cloud-Arten. Einmal der Public Cloud, der Private Cloud, der Hybrid Cloud und der Virtual Private Cloud. Die Public Cloud ist im Besitz des Eigentümers und wird dementsprechend auch vom Eigentümer eigenständig betrieben. Die Private Cloud ist im Besitz des jeweiligen Unternehmens und wird auch vom jeweiligen Unternehmen betrieben. Die Hybrid Cloud koppelt die Public und die Private Cloud. Das heißt, das Unternehmen und die Eigentümer arbeiten zusammen und betreiben diese auch dementsprechend. Eine Virtual Private Cloud ist eine unternehmensindividuelle Private Cloud. Der Unterschied zur Hybrid Cloud ist dort, dass der Betrieb der Cloud nur über den Eigentümer erfolgt und nicht wie bei Hybrid Cloud über das Unternehmen. Kommen wir nun zu den Service-Modellen in Cloud Computing. Hier wird ebenfalls in vier Punkte unterschieden. Einmal in Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service und Everything as a Service. Infrastructure as a Service beinhaltet die Dienstleistung der Bereitstellung von IT-Ressourcen in Form von Rechnerkapazitäten oder Datenspeichern. Platform as a Service ist die Dienstleistung der Bereitstellung einer Plattform für Entwicklungsarbeiten an Softwaren oder Ähnlichem. Software as a Service ist die Dienstleistung der Bereitstellung von Software, welche nicht intern abgespeichert ist. Dies ermöglicht eine einheitliche und standortübergreifende Arbeit mit demselben Programm. Ein Beispiel hierfür wäre das Programm SAP. Wie der Name Everything as a Service bereits erahnen lässt, ist das die Verbindung oder die Kopplung der alle drei vorher genannten Services. Kommen wir nun zum Fallbeispiel des Unternehmens Gourmet. Gourmet ist ein Catering-Anbieter aus der Schweiz, welcher täglich über 40.000 Bestellungen erhält. Diese werden in einem spezifischen Informations- und Bestellsystem verarbeitet. Da zu gewissen Zeiten viele Daten eingehen, wurde eine Kooperation mit dem Cloud-Anbieter Nagaro vereinbart. In Kooperation wurde ein bedarfsorientierter Service erstellt, welcher beinhaltet, dass die meisten Bestellungen von 7 bis 11 Uhr eingehen. Dementsprechend wurden die Rechnerkapazitäten eingestellt und somit können potenzielle Systemausfälle ausgeschlossen werden. Jetzt komme ich zum Ende meiner Präsentation und weiter geht's mit einer Zusammenfassung der oben drei genannten Themen in einem Video der Fabrik von morgen. Die Geschäfte gehen gut in der Fabrik von morgen, mit großen wie mit kleinen Aufträgen. Gerade kommt eine neue Lieferung von Seifenspender Rohling herein. Fabrik von morgen? Ja, seit der Einführung von Industrie 4.0 weiß hier jedes einzelne Produkt, woher es kommt und wofür es bestimmt ist. Das funktioniert, weil alle Maschinen, Lagersysteme und Betriebsmittel miteinander vernetzt sind und sich gegenseitig steuern können. Eine zentrale Steuerung, wie es früher normal war, gibt es in der Fabrik von morgen nicht mehr. Doch zunächst gilt es, den Rohling etwas Leben einzuhauchen. Dafür bekommt jeder Rohling ein sogenanntes Smart Tag. Dies ist das Gedächtnis des Produktes. Hier sind die Informationen über Fertigung und Auslieferung enthalten.
Jeder Seifenspender kann so völlig nach individuellem Kundenwunsch ausgestattet werden. Dieser Seifenspender hier bekommt eine ganz besondere Füllung und einen passenden Dispenser dazu. Auch die Nachbestellung von Produktionsmitteln wurde früher zentral gesteuert. In der Fabrik von morgen werden diese automatisch und effizient bei einem externen Lieferanten nachbestellt. Das funktioniert in Echtzeit über das Internet der Dinge und Dienste. Nun signalisiert der Seifenspender der Maschine, dass er ein Etikett auf Portugiesisch benötigt und macht sich für einen Kunden sofort zur Auslieferung nach Brasilien bereit. Expresslieferungen haben natürlich Vorfahrt. So ein spezieller Auftrag war früher nicht rentabel. Massenproduktion ging vor Minimalmengen mit viel Ausschuss. Die dezentrale Steuerung in der Fabrik von morgen macht die Produktion flexibler. So hat der Kunde in Brasilien das Produkt bereits über das Internet verfolgen können. Industrie 4.0 macht jeden Schritt der Wertschöpfungskette transparent. Der Kunde ist zufrieden und bestellt gleich noch eine neue Lieferung nach. So wird für den anstehenden Karneval eine bunte Auswahl an Seifenspendern benötigt. Auch solch spezielle Bestellungen sind heute gar kein Problem mehr. Die Fabrik von morgen. Einfach schneller, effizienter und flexibler.